wunderschönen guten Morgen aus dem Disney Village. Wir haben wieder strahlend blauen Himmel und sehen heute einem hoffentlich etwas entspannteren Tag in den Parks entgegen, denn wir haben mal unsere ganze Foto-Video-Ausrüstung zurückgelassen im... Da guck mich gerade an, wie ein Pferd. Was denn? Video-Ausrüstung? Ja, die Osmo. Dort schleppt ihr... Ich weiß nicht warum. Wir haben uns eigentlich entschieden, heute uns nicht anzustellen für Shows und Kram, und sondern einfach mal endlich mal wieder einen Tag einfach Spaß zu haben und nicht aufaddiert 6-7 Stunden in der Kälte zu stehen und nur zu warten, um die besten Spots für Fotos zu haben. Und ja, wir versuchen das heute wirklich mal wieder hinzubekommen. Das ist schon lange nicht mehr der Fall gewesen und das Wetter bietet sich ja geradezu an. Es ist kalt, wir haben so 2 Grad ungefähr, aber strahlender Sonnenschein. Und ja, dort hat übrigens heute ihr Mini-Kleid quasi im Look von Minis neuem Hosenanzug angezogen. Falls wir zu Mini gehen, da haben wir allerdings noch sehr große Zweifel dran, denn gestern hieß es schon, man soll so möglichst 2 Stunden idealerweise vor Öffnung der Warteschlange schon da sein und um überhaupt reinzukommen. Also das erscheint uns etwas zu lang, ehrlich gesagt. Denn wie gesagt, es geht darum, heute mal wieder ein bisschen entspannt Spaß zu haben und nicht so lange rumzustehen. Aber wer weiß, vielleicht ist ja unerwartet kurz und dann freut Mini sich bestimmt. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch vollkommen egal. Aber das werden wir sehen. Wir berichten auf jeden Fall. Hier seht ihr noch die große Erdkugel des Planet Hollywood. Und das war's erstmal. Haltet euch fest. Unser Weg führt uns doch tatsächlich in den Walt Disney Studios Park. Es gibt ihn also noch, auch wenn ihr ihn in den letzten Tagen noch in keinem Vlog so richtig gesehen habt. Wir haben ihn wirklich etwas stiefmütterlich behandelt, was aber auch daran liegt, dass eben das Programm zum 30. Geburtstag im Disneyland Park stattfindet und wir deshalb ja da waren. Und da dachten wir jetzt spontan, biegen wir doch jetzt schon mal ab, nicht erst heute Mittag, sondern direkt und schauen mal, wohin uns der Weg so führen mag. Mal ein paar Eindrücke vom Frontlot. Und wir gehen dann mal in Richtung Studio One. Mal schauen, ob uns Mickey da begrüßt. Oder ob wir schon zu spät dran sind. Hier steht übrigens Goofy. Seinem Kostüm als Regisseur. Und schon sind wir im Studio One. Ist auch Mickey. Ganz klassisches Outfit.
und er freut sich, die Gäste zu begrüßen. Und wir freuen uns, ihn zu sehen. Ferne könnt ihr die Baustelle sehen. Da ist ein großer Kran, wo der neue See angelegt wird und wo dann das Frozenland hinkommt. Das wird ja quasi in gerader Linie von hier aus den Hollywood Boulevard runter entstehen. Und hier die Partnerstatue. Was wollen wir zuerst machen? Der tippt gerade vor sich hin. Also, was wollen wir zuerst machen? Wir könnten mal in Richtung Place de Rémy abbiegen, oder? Place de Rémy? Okay, wir laufen zu Place de Rémy und vielleicht zeigen wir euch den dann auch gleich. So, hier ist noch der L'Hiver Gourmand. Die Buden am Place de Rémy. Und es ist recht voll hier, muss man sagen. Wir haben gerade noch ein nettes Pärchen getroffen, das uns folgt. Ich habe gar nicht gefragt, wo sie herkamen. Ich würde auf Ruhrpott tippen. Könnte. Von der Sprache her. Und ja, ist immer lustig, Leute zu treffen, die man damit die uns kennen. Hinweis, wenn ihr uns in dem Park seht. Sagt Hallo, dann kriegt ihr auch einen schönen Lenzi-Button. Genau. Selbst wenn Lenzi heute nicht dabei ist, er ist, macht mal einen Tag Pause. Hat genug gearbeitet in den letzten Tagen und darf die Parks heute mal allein erkunden, ohne den ganzen Stress mit uns. Ja, also es ist sehr schön hier, aber auch recht voll. Ich weiß nicht, ob wir uns anstellen werden. Müssen wir gleich mal drüber reden. Auswahl zwischen 45 Minuten in der regulären Schlange oder 5 Minuten in der Single Rider Line. Das ist nach einer Fahrt mit der kleinen Ratte sind wir auf dem Weg, tja, wohin wohl, zum neuesten Highlight des Walt Disney Studios Parks, zu, na? Was kann das nur sein? Das hat was mit Autos zu tun? Mhm. Okay, dann bin ich auf der richtigen Spur. Und es ist mega spektakulär. Man muss einfach nur an die beste Attraktion des Parks denken. Dann ist es Cars Road Trip. Ja, und du läufst gerade durchs Bild. Also, auf dem Weg zum Cars Road Trip entlang der Route 66. Ich habe nur rechtzeitig auf die Bremse getreten und habe das Foto nicht gebombt. Der Weg hierhin ist ja ganz nett angelegt, also schöne Bodenfliesen. Hier bei Love and Go könnt ihr einen kleinen Snack nehmen mit Waschkirin. Mit der Kuh, die lacht. Schauen wir doch mal, was da überhaupt angeboten wird. Ja, da werfen wir noch mal einen Blick drauf. Also, hier kriegt ihr einen Grog McQueen.
die Cars-Variante eines Croque Monsieur. Und ja, gefrorenes Gemüse, geschnippeltes in Käsesoße, ist jetzt nicht so spektakulär. Aber es gibt hier zwei Cupcakes noch, den Worlds of Pixar Cupcake und Le Delice de Flo. Beide mit Waschkiri gemacht. Ich gehe jetzt dran und zoome mal noch ein bisschen. Ja, wir haben. Die Souvenir. Ach, das ist Souvenir Max zum 30. Geburtstag. Ja, wir haben zwar Hunger, wir haben nämlich nichts gefrühstückt heute und es ist jetzt wie viel Uhr ungefähr? Sagen wir mal. Halb zwölf. Halb zwölf. Aber ehrlich gesagt wäre mir jetzt persönlich ein kleiner Croque Monsieur ein bisschen wenig, da wir das gar kein Frühstück gehabt, wir Frühstück und Mittagessen kombinieren. Was ich hier übrigens richtig gut finde, in den Bereichen, diese ganzen Schilder, die sind klasse gemacht. Mit super vielen Anspielungen und mehr davon kann man sehen, wenn man aus den Ausländerattraktionen wieder rausgeht. Ich würde sehr gerne mal über den Zaun springen, aber so hoch reicht die Kamera, reicht mein Arm mit Kamera nicht, um euch die Baustelle ein bisschen zu zeigen. Tut mir leid. Und gleich geht die wilde Fahrt, die Tour, die entspannte Tour entlang der Route 66 los. Zeit für uns. Also wir haben den Black Widow Burger und den Burger zum 30. Geburtstag im Menü mit Pommes und Getränk und wir packen die gleich aus, dann seht ihr mehr davon. So, hier erstmal der Black Widow Burger mit Käse, Gurke und Tomate, sehr, sehr ungleichmäßig zusammengelegt, muss man sagen. Und der Burger zum 30. Geburtstag, das sind zwei Fleischpatties, Barbecue-Soße, Tomate. Ich weiß gar nicht, ob Käse überhaupt, ist Käse auch drauf oder nicht. Dazu schaut mal nach. Wir berichten euch dann gleich, ob das so ist.
Wie ihr seht, ist mein Bart etwas außer Form, dadurch, dass wir bei Ratatouille in der Schlange Maske getragen haben. Aber das soll uns nicht von unserem Review zum Restaurant hier abhalten. Also vorweg, bei beiden Burgern ist Käse drauf, auch beim Burger zum 30. Geburtstag, den wir zunächst nicht gesehen haben. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass der Burger ganz, ganz ungleichmäßig belegt war. Der vordere Teil war trocken, da war eigentlich nur Fleisch und Brötchen, keine Soße, kein sonstiger Belag, nichts. Eigentlich sollte drauf sein, zwei Burger Patties, Salat, Tomate in Balsamico, geschmorte Schalotten, geräucherter Cheddar-Käse und Barbecue-Soße. Also ja, wirklich geräuchert hat man beim Cheddar auch nicht gemerkt. Und der Burger war, ja, da wo Belag war, war geschmacklich okay. Hauptproblem, er war kalt wieder, wie so oft hier. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich verstehe es nicht, warum das immer wieder passiert, weil die haben hier einen Durchsatz, Leute stehen an und einer nach dem anderen und trotzdem kommen die Burger, kommen kalt raus. Ja, ich kann es nicht verstehen, eigentlich sollten die nicht ewig liegen, aber offensichtlich tun sie das. Dasselbe gilt auch für den Black Widow Burger, der war auch kalt. Da sage ich euch auch noch, was drauf ist. Rindfleisch, Cheddar-Käse, Salat, Gewürzgurken oder Sandwichgurken, Tomate, knusprige Zwiebeln, wie sagt man da? Röstzwiebeln. Tomate und eine Paprikasoße. Auch geschmacklich okay. Der war ein bisschen gleichmäßiger belegt, aber ja, das war okay. Will ich jetzt gar nicht groß meckern. Aber auch der war kalt. Also warm war nur die Pommes. Die sind inzwischen komplett ungesalzen, deshalb werden gleich am Anfang, früher gab es ja Salzpäckchen zum Nachsalzen, nur auf Nachfrage, die werden jetzt schon draufgeworfen. Anscheinend werden Pommes gar nicht mehr gesalzen, keine Ahnung warum nicht. Gut, man kann nachsalzen, aber es verteilt sich halt nie so gut, wie das ist, wenn es direkt kommt. So, zum Preis kurz, also der Burger zum 30. Geburtstag, das kostet im Menü mit Getränk und entweder einen kleinen Salat oder Pommes 19 Euro. Es gibt ihn auch für 20 Euro im Café Hyperion, da ist dann noch ein Schokoladenmus als Dessert dabei. Das kannst du hier einzeln kaufen für 5 Euro. Diesen Nachtisch kann man hier einzeln bekommen, wenn man 5 Euro bezahlen möchte. Ja, super. Also der Preis ist ein bisschen schlechter Scherz. 19 Euro für so einen Burger, der geschmacklich okay sein könnte, der könnte sogar ganz lecker sein, wenn er warm wäre. Das Problem mit den kalten Burgern kannten wir, oder das gibt es immer mal wieder, hier war es eigentlich meistens noch eine Nummer besser. Schlimmer war es im Café Hyperion in der Regel, da haben wir in den letzten 10 Jahren keinen warmen Burger mehr bekommen. Und ja, jetzt leider auch hier so. Und 19 Euro für so ein Menü ist einfach ein Witz. Also selbst für Disney-Verhältnisse eine absolute Katastrophe. Der Black Widow Burger kostete im Menü, da ist nur ein Fleischpatty drauf, der kostete im Menü 16 Euro, eben auch mit Pommes, Salat und einem Getränk. Es gibt hier sonst noch, ich schaue mal kurz so aufs Menü drauf, ein Fischburger-Menü, das kostet 13 Euro, das ist ein Fischburger mit Pommes oder Salat und Getränk. Ein Chicken-Burger-Menü. Auch da, ich weiß, gibt es keine näheren Details bei der Speisekarte, was außer dem Chicken drauf ist. Selbe Zusammenstellung und das kostet 14 Euro. Dann gibt es ein Premium-Cheeseburger-Menü, ein Cheeseburger mit Fleischpatty, Cheddar, Salat und Tomate. Das gibt es auch in der Plant-Based-Variante mit Beyond Meat. Kostet 15 Euro. Ja, ich glaube, das war's. Dann also gibt es noch das Kindermenü Disney Check. Das ist ein Little Chicken Burger mit Melted Cheddar Cheese, geschmolzenem Cheddar Käse. Geschmolzen sagen sie immer, so richtig geschmolzen ist er selten. Weil ich weiß auch nicht, wann. Das Fleisch muss anscheinend dann sicher schon kalt sein, bevor das Käse draufkommt. Denn
da war, ja, schminzt ja auch nicht richtig. Tomatensalat und Bascherie-Käsesoße. Dazu gibt es dann, das habe ich mich hier verklickt, dazu gibt es dann Cherry-Tomaten und als Nachspeise ein Bio-Apfel-Püree ohne Zuckerzusatz und ein Vitell-Wasser. Und dann gibt es das klassische Kindermenü noch. Das ist entweder der Kids Cheeseburger oder auch der selbe Chicken Burger mit Beilage dann entweder Kirschtomaten oder Pommes und als Nachspeise entweder Mini Baby Bell zwei Stück oder eine Olaf Eiscreme oder den Apfelpüree oder ein Trinkjoghurt, ein süßer Trinkjoghurt und als Getränk entweder Orangensaft, Apfelsaft, Honest Kids Exotic, von dem ich keine Ahnung habe, was es ist, Milch, Vitell oder einen kleinen Softdrink. Da macht Disney inzwischen dieses Disney-Check-Menü als gesundere Alternative für Kinder. Das ist vielleicht deshalb, gibt es zwei Kids-Menüs, auch wenn die Komponenten beim eigentlichen Kids-Menü von dem Disney-Check-Menü auch austauschbar sind. Ja, das ist so, was es hier im Angebot gibt. Es gibt die Burger auch einzeln. Der 30 Burger zum 30. Geburtstag kostet dann 16 Euro. Dieser eine Burger, 16 Euro. Es ist ein. Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Der Fischburger 10 Euro, der Plant-Based Burger 11 Euro, die Chicken Nuggets gibt es dann noch für 9, der Chicken Burger 10, der Premium Cheeseburger 11, der Black Widow Burger 12. Ein Salat 7, ein Chicken Salad 7,50 Euro, ein Kids Cheeseburger 5, ein Little Chicken Burger für Kinder 5, Pommes 3,80 Euro, Salat und so weiter. Ja, und das, also Desserts vielleicht noch, es gibt das Dessert zum 30. Geburtstag, was es eben im Imperium als Menü dazu gibt, das hatte ich ja schon gesagt, 5 Euro. Und den Widow's Chocolate Cake, der kostet auch 5 Euro, ein Double Mickey Cake 3,80 Euro. Chocolate Brownie 3,80 Euro, Joghurt 3 Euro, Obstsalat 4 Euro, verschiedene Eiscremes zwischen 3,50 Euro und 4,50 Euro. Ja, es gibt übrigens auch einen Souvenir-Strohhalm, der kostet 5 Euro. Ja, wundert euch nicht, dass ich nicht, da gibt jetzt Zeichen so in die Kamera gucken, aber ich gucke gleichzeitig die Speisekarte an. Kann mir das nicht alles merken, bin älter. Ja, das war's hier so. Ja. Geld nicht wert, Burger kalt, Pommes okay und viel mehr gibt's. Ja, also ich. Dörte schließt sich gleich dem Review noch an. Sekunde, ich drehe mal um. Das war falsch. Das war auch falsch. Aber so. Ich kann die Kamera nicht bedienen. Ja, zu den Burgern muss ich nicht mehr was Großes sagen. Hat Thorsten bereits gemacht. Ich habe jetzt, während wir dieses Review gesprochen haben, also während Thorsten das gesagt hat, ist mir das nochmal richtig aufgefallen. Hier gibt es kein einziges Menü, in dem ein Dessert mit drin ist. Die Preise sind aber trotzdem, wie man an dem Geburtstagsburger sieht, extrem. Während im Hyperion oder an anderen Stellen ist immer noch ein Dessert im Menüpreis mit drin. In diesem Fall das 30. Geburtstagsmenü 1 Euro teurer im Imperion, aber dafür der Nachtisch dabei. Hier in den Studios ist zurzeit das Onkulis wirklich das einzige Counter-Restaurant. Es gibt nichts anderes. Dann gibt es noch das Jeremy mit Table Service, aber das war es zurzeit. Und da kommt es mir zurzeit wirklich so vor, es ist die reinste Abzocke. Man schaut, wie viel kann man noch rausholen, was kann man noch zusammenstreichen. Denn sonst gibt es keine Erklärung dafür, dass hier keine Nachspeise im Menü drin ist, die es andernorts gibt. Also, ja. Ich suche mal ein Stückchen an Dörte ran, weil hinter ihr gerade ein Kind ist und ich will nicht unbedingt ein Kind so gezielt aufnehmen. Ja, also seht ihr Dörte jetzt wieder etwas direkter. Ja. Ich bin aber auch eigentlich damit fertig. Also über diese Tatsache muss ich mich gerade noch ein bisschen aufregen, aber das müsst ihr jetzt nicht alles mit euch anhören. Dafür ist Thorsten da, der kriegt's ab. Wie viele Punkte würdest du denn dem? Jetzt gerade nachdem, also geschmacklich war es gut, aber 5 von 10 Punkten. Ja, das könnte es noch erreichen.
Ja, also ich finde 5 und 10 Punkte finde ich persönlich viel zu viel. Denn das wäre ein Essen, das okay ist, weil es eben eine mittlere Punktzahl ist. Ja, geschmacklich wäre es okay, wenn es warm wäre, aber die Wärme, durch die fehlende Wärme verliert es auch an Geschmack. 3 von 10 Punkten, sorry, mehr ist nicht drin im Moment hier. Und es ist auch hier nichts da, was Atmosphäre, dass das rausreißen würde. Ich mag zwar Studio One, aber es ist eben nicht so, dass das ja, die Qualität in dem Restaurant rausreißt. Also 5 von 10 ist für mich ein Essen, das okay ist. Das ist ein Essen von, ja. Also wenn man... Plaza Gardens. Ja, Plaza Gardens eben gestern. Aber das hier ist nicht okay. Zwei kalte Burger zu servieren, die noch schief belegt sind, ist nicht okay für mich. Kann ich keine 5 Punkte geben, also 3 von 10 maximal. Während wir hier auf Mini warten, seht ihr Lightning McQueen vorbeirollen. Fashionista Mini begrüßt die Gäste in ihrem Theater. Hier übrigens am Dach des Theaters die Info: Reimagine Tomorrow, Celebrate International Women's Day. Das ist der Anlass, zu dem Mini ihren Hosenanzug trägt, der von Stella McCartney gestaltet wurde. Und laut Laufschrift hier, die jetzt gerade nicht läuft, da kommt sie wieder. Seht ihr die Geschichte, die quasi hinter diesem Outfit steht? Ihr seht auch, von wann bis wann Mini das Kostüm tragen wird, nämlich vom 6. März bis 31. März. Also nur 25 Tage könnt ihr Mini in dem Outfit hier treffen. So, Dörte steht bereit im Kleid, das zu Minis Look passt. Das hat übrigens Steffi gestaltet. Also könnte man sagen, bessere Designerin als Stella McCartney, oder? Und auf geht's, wir sind dran. Hi. Mini scheint das Kleid von dort zu gefallen. Dann bin ich auch mal dran. Wir sind dabei, den Park zu wechseln, nachdem wir bei Mini waren. Und ja, sind auf dem Weg zum Cable Car Bake Shop, um da Manu und Björn Kreef zu treffen von We Can Fly DLP und Steffi von Dein LRP.
und ja, immer noch super Wetter. Ihr seht, wie die Sonne über dem Disney Hotel strahlt, das ja gerade renoviert wird. Ja? Gerade Steffi erwähnt hast, du hast vorhin schon erwähnt, dass sie das Kleid designt hat. Ja. Ich packe euch in die Beschreibung des Videos mal einen Link zum Shop, wo ihr dieses oder andere Kleider und Accessoires für euren nächsten Trip bekommen könnt. Ja, machen wir. Da Thorsten so auf Food-Fotos steht und sich geweigert hat, mit dem Beignet auf die Main Street zu rennen und das vor den Mickey-Wagen zu halten, muss jetzt diese Kulisse herhalten. Ihr seht also Thorsten und ein Beignet zum 30. Geburtstag. Madeleine, oh Entschuldigung, Beignet haben wir hier in Mickey-Form. Heute allerdings nur in Aprikosenfüllung. Finde ich persönlich nicht so schlimm, aber Steffi ganz furchtbar. Darum teilen Thorsten und ich uns den. Gibt es eigentlich auch noch mit Nutella-Füllung, aber noch nicht. Man kann nicht alles haben. Ja, zum Glück, wir hatten ihn mit Nutella-Füllung ja der Tag. Ja. Und es war viel zu viel Nutella drin. Aber darüber gehen die Meinungen auseinander, denn hier sind Manu und Björn Greb von We Can Fly Disney oder Disneyland? DLAP. Ja. Fast. Fast. Thorsten hat vorhin schon richtig angekündigt. Da, Ja. Die waren gerade der Meinung, dass Nutella besser ist als Füllung. Also, wir werden es testen. Zu viel Nutella gibt es nicht. Gibt es nicht? Nicht zu viel Nutella, nein. Okay, na dann. Wir lassen. Wir hatten diese Tage auch schon einen Donut und der war ganz schlimm. Der hat geschmeckt wie ein ranziges Fett ausgelangt. Ja. Ganz gut. Normal ist Donuts nehmen nichts Besonderes, aber sind ganz okay, aber der war. Naja, egal, wir haben jetzt keinen Donut, sondern Madeleine und Beignet und wir werden testen. Wir haben den Disneyland Park verlassen und sind wieder im Disney Village. Und warum? Weil wir Hunger haben. Naja, nicht nur das, sondern vor allem, weil wir durchgefroren sind und uns ein bisschen aufwärmen wollen. Und uns zieht es mal wieder zum Planet Hollywood, da waren wir schon lange nicht mehr. Und das wollen wir mal wieder testen, ob sich das noch lohnt. Schön neu gestrichen ist ja die Erdkugel und mal gucken, wie es Essen so ist, wenn die überhaupt schon offen haben. Das sehen wir gleich. Wir haben unseren Sitzplatz gekriegt und ich zeige euch nochmal ganz kurz so hier rum und hier runter vor allem. Denn hier geht es in die untere Etage. Wenn das Restaurant also sehr gut gefüllt ist, gibt es auch da noch Sitzplätze und da ist auch der Shop des Restaurants zu finden. Und hier nochmal zum Beispiel aus Ben Hur, also auch aus einem ganz klassischen Film, Memorabilia, und hier aus True Lies. Und da ist der Game of Thrones Cocktail, den Thorsten sich ausgesucht hat. Prost, lass ihn dir schmecken. Gut. Sehr lecker, ja. Also, Game of Thrones Cocktail. Ich fühle mich schon ein bisschen wie Tyrion. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann jeder von euch... Nein, Sarkasmus habe ich meistens drauf. Ja, ja. Oder Zynismus? Eher Zynismus. Na gut, wir schauen mal, was wir euch dann übers Essen berichten können. Also die anderen Getränke muss ich euch jetzt nicht vorstellen. Wasser und Cola sind jetzt nicht so spektakulär. Unsere Vorspeise ist da die VIP-Blätter mit verschiedenen kleinen Snacks. Sehr cool angerichtet. Und da sind sie, unsere Hauptgänge. Ihr seht einmal die LA Lasagna. Das waren Texas Tostados, glaube ich, mit Tomatensalsa.
Und hier einmal die Dazzling oder Fizzling, Sizzling Fajitas. Zum selber bauen. Zum selber bauen. Da schauen wir mal, wie Thorsten das hinbekommt. Und die kamen auf jeden Fall brutzelnd heiß. Ja. Also das Sizzling passte. Und die Lasagne sieht nach einer Mega-Portion aus. Also ich meine, die Texas Tostados sind auch nicht gerade ohne. Aber Vorspeise auch. Ja, stimmt, das war eine Vorspeise, die Steffi als Hauptspeise. Mit der kleinen Portion hier, wie ich. Ja, wie immer. Genau. Howdy, da sind wir wieder. Ja, wir sind zurück im Zimmer. Wir schulden euch noch das Planet Hollywood Review. Wir sind jetzt nur noch zu zweit. Steffi war ein bisschen unter Zeitdruck, weil sie Souvenirs abholen musste vom Shopping-Service und gerade die Massen aus dem Park zurückströmten. Und aber da muss ich kurz reingrätschen, wie das mit dem Shopping-Service funktioniert, schneide ich euch jetzt gleich an dieser Stelle noch rein, damit ihr wisst, wie es geht. Ha, ein geheimes Video, von dem ich nichts wusste. Ja. Übrigens, wenn ihr den Shopping-Service im Disneyland Paris in Anspruch genommen habt, bekommt ihr so einen Zettel, mit dem ihr dann abends in den Disney Store gehen müsst. Nicht in den World of Disney, sondern Disney Store im Disney Village. Und da könnt ihr dann eure 7 Sachen, die ihr am Tag gekauft habt, abholen. Allerdings müsst ihr darauf achten, ihr müsst für mindestens 50 Euro einkaufen, um den Shopping Service nutzen zu können. Und wir stehen dann jetzt hier mal an. Hier in diesem Bereich, in dieser Kasse, müsst ihr euch melden, um die Dinge in Empfang zu nehmen. Ja, also wir haben 2 Reviews vor uns. 2? Vielleicht wusstest du davon nichts. Nämlich einerseits zum Planet Hollywood. Das halten wir relativ kurz, denn wir werden euch noch in den nächsten Tagen ein ganz ausführliches Restaurant-Review-Video zum Planet Hollywood hochladen. Und das zweite Review ist das zu unserem Trip, unser Fazit. Das habe ich mir jetzt fast gedacht. Ah ja, clever, clever. Guck mal, mir geht ein Licht auf, seht ihr? Gott, ich hatte gar keinen Alkohol, aber... ja, Planet Hollywood. Genau. Ich wollte noch kurz sagen, warum wir ein Fazit machen. Ach so. Denn morgen Plan war, wenn überhaupt, nur noch eine Fotorunde von den Bühnen der Show, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Dream and Shine Brighter. Genau, mit diesem wundervollen Lied. Und sonst keinen Aufenthalt mehr. Das wäre ein bisschen arg kurz für einen Vlog. Deshalb fassen wir es heute Abend zusammen. Also, aber die Kinder unserer Zuschauer singen das Lied schon mit, haben wir erfahren. Unsere armen Zuschauer. Ja. Die das den ganzen Tag hören müssen. Dörte singt übrigens auch dauernd mit und ich muss auch hören. Ja, also Review zum Planet Hollywood, sprich. Rundum gut. Also wir waren jetzt wirklich, wir haben uns gefragt, warum, schon länger nicht mehr da, weil wir da eigentlich früher immer gut gegessen haben, lecker gegessen haben. Das Einzige, was da immer genervt hat, war die Lautstärke, die teilweise enorm ist. Daran hat sich nicht so viel geändert. Aber insgesamt gutes, leckeres Essen. Ja. Zufrieden. Service war auch nett. Ja. Am Ende ein bisschen schnarchig. Aber nichts, was ich jetzt sagen würde, oh Gott, hat jetzt das Erlebnis geschmälert oder so. Nö. Also Service war insgesamt, fand die sehr nett, sehr sympathische Kellnerin. Und ja, fand es durch die Bank weg lecker. Es war heiß, heiß, heiß. Also alles, was heiß sein sollte, das, was kalt sein sollte, war kalt. Sehr zufrieden. Details dazu im Review, das dann bald kommt. Kommen wir schon jetzt zum Fazit unseres Trips. Also, gut, wenn ich dann offensichtlich anfangen soll. Ich war irritiert vom Akkustatus unserer Kamera, der gerade abnippelt. Und ich soll auch angeblich bei 20% sein. Egal. Erstmal, ich fand es schön, hier mal wieder im Cheyenne zu sein, wo wir lange nicht waren, nach einem anfänglichen Problem mit dem Zimmer, das aber... Ja, nur ganz am Anfang war sehr zufrieden. Wir hatten hervorragendes Housekeeping, top sauber, alles gut aufgefüllt und ja, da gibt es überhaupt nichts zu kritisieren. Das, was euch am meisten wahrscheinlich interessiert, ist das Fazit zum 30. Geburtstag, zu den Events. Es ist für mich durchwachsen. Es ist für mich sehr durchwachsen.
die Show, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Ja, gute Mann. Dream and Shine Brighter. Ja. Ja, ja, mein Ding ist es nicht. Hat auch positive Seiten, das will ich nicht bestreiten. Ich finde die Wagen relativ bunt und aber relativ billig und will mir, wie gesagt, nicht vorstellen, wie das Plexiglas aussieht in ein paar Wochen, denn Plexiglas wird sehr schnell oft sehr trübe, wenn man es nicht ordentlich pflegt und ja, habe ich ein bisschen Zweifel, dass das noch gut aussieht in ein paar Wochen. Ich mag den Song überhaupt nicht. Also das Medley und so weiter, ja, aber den Grundbasissong ist so gar nicht meins, ist mir viel zu Elektro-Pop-Konserve der 80er. Genau dasselbe gilt für die Kostüme. Ich habe gesagt, vielleicht wollten die da keine Kostüme eigentlich schneidern, sondern haben zu allen Tänzern gesagt, schaut doch mal beim Großonkel, was ihr da aus den 80ern noch an Jogginganzügen findet. Genauso sieht's aus. Ja, das hat so ein bisschen was von der Walking-Gruppe im Stadtpark, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja. Und so, das ist das, was mir daran an der Show nicht gefällt. Was ich gut finde, ist, dass sie sehr energiegeladen ist und die Tänzer das auch hervorragend rüberbringen. Die Tänzer strahlen, die sehen, machen einen sympathischen Eindruck, die machen den Eindruck, als wären sie wirklich voll Enthusiasmus bei der Sache. Das ist ganz toll gemacht. Die Charakter gehen richtig mit, das muss ich auch loben. Weiterer Kritikpunkt allerdings noch ist, dass auf allen vier Bühnen eben das Gleiche passiert. Das kann man positiv sehen, man kann es negativ sehen. Positiv kann man sagen, für Leute, die nur einen Tag da sind, die müssen sich die Show nicht viermal anschauen, um alles zu sehen. Aber für Leute, die länger da sind, fand ich Sachen wie Pirate of Princess oder Jungle Book Jive oder die Halloween Parade deutlich besser. Ja, die musste man öfter sehen, die Pirate Princess eigentlich sogar 6-mal, wenn man alles gesehen haben wollte, weil es auch noch Stops auf der Main Street und der Castle Stage gab. War aber viel abwechslungsreicher und jede Bühne hatte so ein bisschen eine eigene Story bei den drei Sachen, die ich genannt habe. Und damit wurden irgendwie Standards gesetzt, was man mit diesen vier Bühnen am Central Plaza veranstalten kann. Und diese Standards werden hier halt jetzt leider nicht erfüllt. Ja. Dafür sind es jetzt noch mehr verschiedene Disney-Figuren, die mit dabei sind. Zum Beispiel Freude aus Alles steht Kopf ist im Disneyland Paris ja jetzt auch nicht so alltäglich zu sehen. Miguel aus Coco hat sein... War das der Fußballer? Das war der Fußballer. Miguel aus Coco hat seinen ersten Auftritt in Disneyland Paris als richtige Figur. Er war schon mal als Marionette da. Ginny war da, auch jetzt keine Figur, die man ständig trifft. Judy Hopps und Nick aus Zoomania waren dabei. Also das sind ja Figuren, die nicht bei jeder Parade hier die Main Street rauf und runter traben. Ja, also das finde ich sehr gut, dass man da nicht nur auf die Klassiker setzt. Das auf jeden Fall, aber gerade das hätte man ja auf die vier Bühnen separat bringen können und ja, jeder. Klar. Aber so vielleicht ist da eben auch der Hintergedanke dieses, ja, für Gäste, die wirklich nur 1-2 Tage da sind, nur die Gelegenheit haben, sich das einmal anzuschauen, dass sie dann eben alles zu sehen, ja, bekommen. Das, also das kann ich auch nachvollziehen, den Grund, warum man, ja, so macht. Was ist noch neu? Delights. Disney Delights. Finde ich cool. Richtig, ja, cool mit, ja, den Drohnen. Bei dem, was vor Illuminations ist, dachte ich erst so, ja gut, es ist halt eine 30. Das Logo, so, ganz nett, aber nichts Besonderes. Aber das, was nach Illuminations kommt, das ist richtig stimmungsvoll. Da ist der Song wieder dabei. Ich wollte gerade ansetzen zu Trotz der Musik. Aber das ist sehr gut gemacht. Das gefällt mir gut. Da lässt sich sicherlich noch viel mehr machen mit den Drohnen, aber es ist ein guter Start, um so ein Konzept mal in die Parks zu bringen. Gefällt mir sehr gut. Mhm. Ja, ja, sehe ich auch so. Vor allen Dingen, also die Szene nach Illuminations lohnt sich richtig. Also das ist richtig cool, finde ich. Doch. Dann das Merchandise. Ja, also es wurde ja sehr, sehr, sehr viel Merchandise zum 30. Geburtstag angekündigt, schon im Vorfeld. Entschuldigung, es wackelt immer, ich muss meinen Arm nehmen. Bis jetzt ist
ja mehr oder weniger eine Kollektion da, die in diesem Lila-Blauton gehalten ist, aber auch noch nicht im vollen Umfang. Es fehlt zum Beispiel der Loungefly-Rucksack und der Magnet, das was mir jetzt auf Anhieb einfällt aus dieser Kollektion. Der Rest ist da und ja, es kann einen begeistern oder auch nicht. Also wir haben ein Teammitglied, das vor einigen Tagen ungefähr 600 Euro für das Merch ausgegeben hat, also theoretisch fast alles gekauft hat. Hallo Pina. Wir selber haben für uns nicht ein Teil gekauft, nichts. Den Seifenspender hätten wir uns vielleicht gekauft, aber wir haben ihn schon aus Tokio, dank Sevi. Also nicht den, aber halt so einen Seifenspender mit genau, der Mickey. Ja. Und noch einen brauchen wir jetzt davon nicht. Also deshalb ist das jetzt für uns ja. Und was nicht klar ist, wann der Rest kommt, ob der, also der angekündigt wurde, ob das jetzt nächste Woche was kommt oder vielleicht erst im April oder noch später. Keiner weiß es so genau. Und was ich daran nicht gut finde, dass es die Sachen nur und ausschließlich bei Floras Boutique gibt. Die Schlangen sind elend vom Shop. Gestern am Eröffnungstag reichten sie bis zu Victorias. Durch die ganze Arkade durch. Also einmal, ja, im Prinzip einmal die komplette Länge der Main Street lang, ja, und dann noch aus der Arkade die Fassade des Shops, ja, lang, weil der Eingang nicht auf der Seite der Arkade, mhm, genutzt wird oder ist, sondern vom Town Square aus. Ja, und das hat sich dann im Laufe des Tages und auch heute bis zu ungefähr der Mitte der Arkade eingependelt, was aber immer noch bedeutet, eine gute Stunde warten, um überhaupt in den Shop zu kommen. Und ja, das finde ich jetzt nicht. Da hat man sich die Kamera übernommen. Mein Mann ist irgendwie eingeschlafen. Ich verstehe, dass Disneyland Paris die Sachen nicht im Disney Village verkaufen möchte, damit man eben eine Eintrittskarte braucht, um die Sachen kaufen zu können. Das kann ich nachvollziehen. Aber warum es nicht zum Beispiel in den Studios noch einen Shop gibt, wo was verkauft wird, oder vielleicht auch im Emporium oder im Constellations, wo letztens Sachen weggeräumt oder künstlich gestreut wurden, weil es offensichtlich nicht genug Ware für die Fläche gab. Warum man da dann nicht eine Ecke noch gemacht hat, dass sich das Ganze etwas entzerrt, erschließt sich mir nicht. Aber gut, es ist, wie es ist. Einzige, was mir dazu einfällt, ist, es gibt ja diese Grenze pro Artikel, nur 5 pro Person. Mhm. Wenn du überall dafür sorgst, dass die Schlangen nur 2 Minuten sind, kann man natürlich einen Shop weiterrennen, ja, und hat da gut wieder die 5, ja, Artikel zum, ohne sich neu anstellen zu müssen, oder mit minimalster Anstellzeit, wenn es, ja, okay, überall gibt. Damit, mhm, gibt man den ganzen eBay-Verkäufer natürlich wieder Vorschub. Ja gut, da das, hast du das recht. Mhm. Könnte ich mir so als Grund, vielleicht hätte man irgendwie eine Art Mittelding wählen müssen, dass man eben nicht, ja, wie gestern teilweise 1,5-2 Stunden anstehen muss, um überhaupt shoppen zu können, aber es sich trotzdem auch nicht unbedingt lohnt für diesen ganzen, ja, ganzen, für diesen ganzen Reseller-Typen. Und ja, ob die Kollektion einem gefällt oder nicht, ist halt Geschmackssache. Unser Stil ist sie jetzt nicht. Nee. Aber zum Beispiel das weiße Spirit Jersey oder auch die Ohren zum Geburtstag, die blauen, sieht man im Park ständig. Also das ist gefühlt, jeder zweite Besucher hat die. Ja, muss ich aber kaufen. Und die Seifenspender, halt gut, die sieht man halt nicht, dass die Leute mit sich rumtragen. Ja, ich bin Seifenspender. Auch bitte der Mountain. Seifenspender. Ja. Der geht auch wie warme Semmeln. Ja. Was gibt's noch? Futter. Essen. Snacks ohne Ende. Es gibt fast kein oder gar kein Restaurant und auch keine Snackbude, an der es nicht irgendetwas zum 30. Geburtstag gibt. Da sind dann auch so Sachen dabei wie der Dole Whip, Mickey-Waffeln, das Turkey Leg kommt jetzt, also so Klassiker aus Walt Disney World oder den US-Parks generell schwappen dann hierher. Was noch? Weil man sagen muss, es ist nicht alles branded Merchandise. Also ja, das ist, sind dann Sachen, die es jetzt neu gibt, die aber nicht gestalterisch unbedingt Snacks gestalterisch in Verbindung stehen, wie, mhm, wie Cupcakes mit irgendwas Gestaltetem drauf. Ja, ich kann über weder über Merchandise viel sagen, weil
ist nicht mein Ding. Noch wir hatten aber doch einen Snack heute im Cable Car, das Madeleine. Ja. Ach, das war zum 30. Ja, ich da war eine 30. Ah, okay, okay, okay. Darum haben wir es extra gekauft. Das war lecker. Also der war, ja. Das war nicht so süß, es war wie so ein klassischer Rührkuchen. Ja. Ja. Saftig, lecker, war ich sehr, sehr positiv überrascht. Das war zum 30. Darum auch der Zuckergussüberzug in dem blau-lila Ton. Oh, ich dachte, wir braun gewesen. Wieder vorne. Entschuldigung. Du musst vielleicht mal wieder zum C-Test. ja. Was gibt es noch? Im Victoria's gibt es wieder Milkshakes und ein 30. Geburtstag-Milkshake plus Gebäck, was auch extra vorgestellt wurde bei der Präsentation vor einer Weile zum 30. Geburtstag. Allerdings hat Victoria's nur am Sonntagnachmittag geöffnet und ist jetzt wieder zu. Also können wir es gar nicht testen für euch. Was noch? Geburtstagsburger. Ja, was daran Geburtstagsburger ist, ist ein Burger. Ja, der ist auch, auch die Zusammenstellung ist nicht irgendwie ungewöhnlich. Es ist ein Cheeseburger mit Barbecue-Soße im Ergebnis. Außerdem ist der Burger übrigens kein Geburtstagsburger. Der Burger heißt, oh Gott, ich weiß es nicht mehr, aber im Namen des Burgers kommt Geburtstag nicht vor. Okay. Nur im Namen des Menüs, in dem der Burger beinhaltet ist. Ja, dann verstehe ich es noch weniger. Also im Hyperion... Glaub zumindest, ich kann nachgucken gehen. Ja. Erzähl mal ein bisschen weiter. Im Hyperion kann ich es verstehen. Da bekommt man noch ein Dessert dazu, auf das so die Form von Mickys Kopf hat und auf dem ist noch so eine, wie nennt man das denn, so eine Oblate, sage ich jetzt mal, wo die 30... drauf gedruckt ist. Das hat dann ja noch was mit Geburtstag zu tun, warum es im En Coulisse dann jetzt Geburtstagsmenü heißt, erschließe ich mir nicht. Es gibt an verschiedenen anderen Stellen, ich glaube im Market House, Daily und bei New York Style Sandwiches gibt es ein Sandwich in Mickey-Form. Und es gibt bei Gibson Girl gibt es die vier Eisbecher mit den Disney-Motiven. Der eine, der so aussieht, als ob Donald Duck da ins Eis gefallen ist. Also lustige Idee. Ja, wenn die App jetzt nicht zum siebten Mal abstürzt, kann ich auch nachgucken. Und in den Buffet-Restaurants gibt es einiges an Nachspeisen, das eben mit einer 30 verziert ist. Gibt dann halt so ein, ja, passt dann eben gestalterisch zur 30. Ansonsten hat ein Macaron oder ein Käsekuchen oder ein Schokokuchen, ja, jetzt mit dem 30. Geburtstag an sich nichts zu tun, aber das ist ja auch ein bisschen schwierig, das dann irgendwie aufzugreifen. Man kann ja nicht nur Geburtstagskuchen irgendwie anbieten. Yep. Also das Menü heißt 30th Anniversary Menu. Ja. Und der Burger heißt einfach nur Generous Gourmand Burger. Also da kommt die 30 gar nicht vor. Die kommt nur im Namen des Menüs vor und hat in der Variante im En Coulisse mit dem 30. Geburtstag gar nichts zu tun, weil das, was 30. Geburtstag ist, nämlich die Nachspeise, fehlt. Ja. Was gibt es noch in den Restaurants und an den Snackbuden? Gibt es fast überall die neuen Souvenirbecher. Allerdings sind die zum größten Teil noch nicht lieferbar, kommen in den nächsten Tagen. Also wird es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch anrollen. Wenn ihr die Kollektion an Merch toll findet, nehmt eine Kreditkarte mit, die kein Limit hat, sonst. Hier bohrt gerade jemand. Es ist 20 Uhr im Hotel, ist gerade eine Bohrmaschine. Tja. Ja. Gut, ich glaube, insgesamt Fazit des 30. Geburtstags. Ich finde, es gab deutlich bessere Saisons. Ja. Man muss allerdings einbeziehen in die Kritik daran, dass es eben eine Saison ist, da 30. Geburtstag, die man ein Jahr lang oder maximal anderthalb Jahre, wie Schons Geburtstag, überhaupt laufen lassen kann. Wir wissen im Moment nur, dass sie bis Ende September erstmal läuft, dann pausiert, wegen Halloween und Weihnachten.
und eine Saison, bei der man überhaupt nicht wusste, ob und in welcher Form sie wird stattfinden können. Eine Halloween-Saison, wenn man die groß plant und es dann nicht funktioniert, oder die Weihnachtssaison mit der neuen Parade, das kann dann Jahre später immer noch wieder aufgeführt werden. Das geht hiermit eben nicht. Und angesichts dessen, angesichts dieser Unsicherheit und dies rund um alle Öffnungen und Formen der Durchführung wegen der Pandemie gibt, ist es absolut in Ordnung. Auch weil 30. Geburtstag jetzt auch nicht der mega runde Geburtstag ist. Man sieht, dass zum 50. Walt Disney World quasi nichts Besonderes läuft. Ja, das war's. Dort ganz flott, unsere Kamera, Akku schwingt auf Rot. Ja, sehe ich ähnlich. Also in Anbetracht der Umstände eine nette Saison, die man sich durchaus anschauen kann, wenn ihr einen Trip in nächster Zeit plant. Ja, lasst euch die Show nicht entgehen. Und wenn ihr buchen wollt, bucht natürlich über dein DLRP. Da baut man noch einen Link zur 30. Geburtstagsseite in den Beschreibungstext ein, hoffe ich. Das kann ich gerne machen. Und ja, das war's. Wenn euch dieses Vlog gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da, bitte. Und abonniert unseren Kanal, indem ihr den roten Button klickt und dann den grauen Button mit der kleinen Glocke. Damit ihr auch immer informiert werdet, wenn wir neue Videos veröffentlichen. Und kommentiert, wie euch der 30. Geburtstag gefällt und das Merchandise und das Essen und die Souvenirs und die Shows und so weiter. Wir müssen es ganz schnell machen. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.